Ich lade euch ein zum Heimspiel gegen die Dortmunder. In einem Spiel, wo ich jetzt sagen muss, ja, ist etwas mehr Druck, als es eigentlich sein sollte, weil wir den Sieg brauchen, weil wir ihn eben gegen Union nicht geholt haben. Und den müssen wir jetzt mal wieder ohne Mecker machen. Der hat sich nämlich wieder den Knöchel verdreht, 3 bis 4 Wochen. Also ja, mit seiner Verletzungsanfälligkeit weiß ich auch nicht, ob das noch lang weitergeht. Wunderkind Liss ist wieder rausgekommen. Shindo zum 3. Jahr, glaube ich, in Folge da drauf. Gerissen hat er trotzdem noch nichts. Und wir haben ein deutsches Duell in der Euroleague im Viertelfinale. Für uns geht es gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ist in Ordnung. Ja, ich denke, es ist ein Ding, was wir machen können. Und da sehen wir uns dann auch schon am Donnerstag wieder. Aber jetzt erstmal haben wir eben die Dortmunder. Die sind ganz ordentlich drauf. Ja, spielen ja weiterhin ihr 4-4-2, mit dem sie uns da 5-0 abgeschossen haben im Hinspiel. Wollen den Ball nicht haben, kontern eigentlich nur und stehen damit irgendwie auf Platz 2, weil sie halt die extreme Qualität haben und weil Jude Bellingham gesagt hat, nee, er ist lebenslang schwarz-gelb. Naja, ich habe ein, zwei Kniffe, glaube ich, wie wir das Spiel hinbekommen werden, wie wir hier gewinnen werden zu Hause. Und die seht ihr jetzt gleich. Was hat dazu geführt, dass unsere Bilanz gegen Roger Schmidt so gut ist? Ich weiß gar nicht, ob die so gut ist. Aber mich interessiert nur die Zukunft, ja. Und denken Sie, dass wegen der Bilanz einen psychologischen Vorteil gibt, Michael hat die Fresse. Wie hat Ihr Team geschafft, den Ort in letzter Zeit zu so einer Festung zu machen? Der Gegner war einfach schwach. Aber harte Arbeit natürlich und Professionalität. So gehen wir rein. Rahmani zurück, Aiwu, Björkan, Dardai Maus und erstmal sieht es jetzt noch ganz normal aus. Ich zeige euch aber gleich, was ich vorhab gegen die Dortmunder. So gehen die rein in 4-4-2, wie erwartet. Aber jetzt werden wir gleich zu Beginn unsere Anpassung machen, dass die Dortmunder eben gar nicht wissen, was hier abgeht. Jones wird das von hier leiten. Wir werden hier mit zwei Flügelspielern spielen. Außenverteidiger werden auch mit hochschieben. Heißt, beziehungsweise, nee, die werden sogar sehr offensiv spielen. Heißt, wir werden hier die Außen versuchen zu überlagern, aus der Mitte einfach nur die Bälle rausverteilen und gut ist. So, dann. Klar, spielen wir kontrolliert, Tempo höher, Pässe. Ja, wobei wir müssen auch ein bisschen überbrücken, dann passt das. Wobei ich möchte eher so haben. So, diszipliniert, klar. Vorne können sie dribbeln, logisch. Umschaltspiel. Wir gehen nicht ins Gegenpressing. Wir ziehen uns zurück, wir lassen die Dortmunder spielen, weil das können sie nicht. Wir werden selber. Nee, Dortmund ist eine Umschaltmannschaft. Wir werden nicht zwangsläufig kontern. Wir werden natürlich hier mit weiten Abwürfen spielen und wir ziehen uns etwas zurück. Wir ziehen uns sogar so zurück, würde ich fast sagen. Ja, ich glaube, so gehen wir es an. Denn hier ist ja alles wie erwartet. Genau, Moukoko, Bellingham, Barco, genau auf die müssen wir aufpassen. Aber genau. Für Mausund habe ich heute eine. Beziehungsweise, wartet mal. Machen wir es so. Aus ihm eher so ein Box-to-Box. Und zwar, ihr wisst jetzt, oder ihr werdet jetzt sehen, warum. Er wird nämlich Bellingham ganz eng heute decken. So, let's go. Rein geht's, Jungs. Taktik steht. Dortmund ist nervös. Und immer nervös gegen uns, außer im letzten Spiel. Da hatten sie viel Glück. Und dann würde ich sagen. Holen wir uns die Punkte. Gute Ballerbauung da schon mal von Mauser und Chris Jones verpassen aber das Abspiel. Und Illich läuft ihm den Ball ab. Klostermann mit der frühen gelben Karte, perfekt. Aiwu, Ball abgeblockt. Björkan legt ab, Chris Jones. Keeper ist nicht im Tor. Klostermann klärt zur Ecke. Chaotischer Start hier bei der Dortmunder Defensive. So darf es gern weitergehen. Dardai bringt den Eckball rein. Kommt nochmal raus zu Marty. Der spielt den erstmal hinten rum. Okay. An sich haben die Dortmunder ja echt ein geiles Team. Ne? Hier mit Arda Güler, mit Moukoko, mit Bellingham, den sie gehalten haben. Mit Mike Mitten, der Top-Talent in der IV. Also, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber wir haben natürlich auch einiges entgegenzusetzen. Barco. Gibt den Ball auf Moukoko. Hudson-Odoi, hinten wartet Klostermann. Ja, warum denn nicht? Klostermann Süle mit einer gelben Karte.
Kriegen wir die irgendwie ein bisschen provoziert? Wir können die ja einfach mal hart tackeln. Oder? Und wenn sie den Ball haben, vielleicht auf dem schwachen Fuß, vielleicht machen sie dann irgendwie einen Fehler und müssen ein taktisches Foul machen. Und wenn wir sie hart tackeln, provozieren wir sie ein bisschen. Ja, ist doch auch gut. Ne? Freistoß Arda. Der ist gut, aber Altay legt sich da quasi in den Pfosten rein. Das kann halt ein guter Keeper, ne? Aber wir gucken parallel natürlich auch aufs Hannover-Spiel. Uns ja auch sehr interessant. Denkt bei Martin Dardai, der wird auch wieder erstmal geklärt, aber Willis ist da. Dardai, Willis ja, und der versucht da natürlich selbst den Schuss. Klar, das ist unser Alejo, wie wir ihn kennen. Martin, der Ecke. Boah, die kommen sehr scharf hinten, wartet Rahmani. Aber wird trotzdem nochmal geklärt. Ich glaube, Joao Pedro war da zuletzt dran. Aber wir machen weiter Druck. Mawson, Rooney, Xhaka, abgefälscht. Kommt da Möglichkeit über Bellingham, da muss vielleicht das taktische Foul kommen. Herr Martin verfolgt ihn da sehr weit, Alter. Der ist ein super Dribbler. Nur kein Foul an der Stelle. Klostermann, Moukoko, Ilić Barco. Jawohl. Gut geklärt, Jungs. Oder gut verteidigt. Und bisher das mit unserem Dreier Mittelfeld, das läuft wie geplant. Rooney auf links und Ouedraogo auf rechts ist auch einfach nur der Grund, dass wir Willis da schnell füttern können vorne. Boah, klasse Pass für Moukoko. Ui. Dass wir Willis da einfach von außen schön füttern können, immer mit Flanken und was weiß ich was. Scharfen Hereingaben. Deswegen möchte ich da jetzt keinen Inversen irgendwie haben. Mauser Hund, oh, fällt an Bellingham. Bilic. Marco. Mustermann. Schon wieder ein Abschluss. Der Lukas ist heute aber, ne, motiviert dabei. Drei frühe Gelbe bei den Dortmund an sich auch ganz gut, aber die sind mir ein bisschen zu aktiv gerade. Oh, Peter, oh, Riesen. Tackling von Rahmani. Curtis Jones klärt ihn dann. Barco. Traogo. Ja, jetzt sind wir gerade gar nicht da. Außer dabei, jawohl. Kommt schon, Jungs. Gib ein bisschen Gas. Das Spiel kleidet uns gerade aus den Händen. Klostermann, schon wieder ein Abschluss. Sag mal, Lukas, was haben wir dir getan, dass du da so aggressiv bist gegen uns? Arda Güler, hinten rum mit Cabril. Mit einem weiten Abschlag, landet aber bei Gechter. Sehr gut. Aibu macht den fest. Und jetzt können wir mal ruhig spielen. Curtis Jones, zu langer Ball raus, kommt aber nicht an. Arda, klasse Pass für Joao Pedro, könnte abseits sein. Was macht Altay denn? Wegen solchen Sachen, Jungs, wisst ihr? In solchen Sachen muss der wahrscheinlich im Sommer gehen. Barco. Gut von Dardai. Ilić wieder raus auf Ezequiel Barco. Der hat aber keinen linken, Ilić hat aber einen rechten. Er schießt den drüber. Also gut angefangen hat, so schlecht gefällt mir quasi jetzt die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Barco. Blockt hat es eine neue, weg mit dem Ball, kommt schon. Jawohl, Konter mich. Ja, nee. Okay, also. Mittelfeld läuft, aber vorne sind wir dann einfach zu ungefährlich. Jungs, gibt einmal ein bisschen mehr Gas, komm. Bringt die Pille auf den Kasten. Richter, komm, Junge, super Leistung, mach weiter so. Wir werden jetzt aber auch früh wechseln. Gegen Diomande und Rooney werden sie jetzt vielleicht doch anders probieren mit den inversen Außenstürmern. Rooney auf die andere Seite rüber, auf seine angestammte Position, kann dann ein bisschen in die Mitte ziehen. Einfach kleiner Taktikwechsel, ja. Und dann schauen wir mal. Echter mit Jones, mit Mauser und Diomande. Traumpass für Björkan. Björkan wird gefoult von Arda von hinten. Gibt auch für ihn die gelbe Karte. Und Diomande, jetzt ein guter Freistoß. Linus Gechter lauert schon. Ah, der kommt aber nicht an den Ball, schade.
Hannover führt auch 1-0. Jo, und den Freistoß Tor vielleicht? Nee, Capril hat den. Defensiv würde ich ungern wechseln, auch wenn da Björk und so weiter angeschlagen sind. Offensiv würde ich gerade ungern wechseln. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben die beste Elf auf dem Feld. Wobei ich Willis vielleicht auch rausholen könnte. Curtis Jones hat eine gute Idee. Ja, er nimmt Rooney auf den Außen mit. Oh, und Rooney. Und holt ihn wieder. Rooney, mach ihn. Oh, Gabriel ist da. Riesenchance für Rooney. Egal, wir sind dran, Jungs. Kommt schon. Los, da mal Chipball. Gut aufgepasst von Gechter. Ball landet bei Pjörkan. Gechter! Oh mein Gott. Glück, dass Arda den nicht ausnutzt. Marco. Gekehrt. Der ist eh nervös. Ilic aus mit viel Platz. Bellingham gut aufgepasst. Björkan Kontermöglichkeit. Komm schon. Diomande, Curtis Jones. Jawohl, da geht was. Da geht was. Curtis, gib Gas. Richter, Dio. Björkan Dardai. Kommt, Jungs. Weißt du, stell irgendwie durch. Jawohl, Diomande, Rooney. Rooney, nächste Riesenchance. Ja, dann wird es jetzt die Auswechslung. Aber ich würde. Richards. Sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt. Wir probieren es mit Francia. Wir probieren es vorne drin mit Maxi Bayer. Und sonst bleibt der Rest erstmal gleich. Feuern die Jungs nochmal an. Bisher, wie gesagt, ist das nicht so schlecht, wenn der HSV uns vielleicht nochmal ein bisschen Schützenhilfe gibt. Könnte da noch was gehen. So, dann ziehen wir Jones vor auf die 10. Wir probieren es. Mauser und. Bleibt defensiv. Ja, mit Lukstein. Okay. Und hinten rechts. John Bayer, nach langer Zeit mal wieder mit dem Einsatz. Schauen wir, Falco, Ball wird geklärt. Bellingham, gute Parade von Arteta, sehr, sehr wichtig. Kommt schon, Jungs, wir brauchen hier nur irgendwie ein Tor. Dortmund presst hier auch sehr hoch. Björkan, Lukstein. Pause und Lukstein zurück. Ja, Lukstein sehr unsicher, merkt man leider. Bayer kriegt den auch nicht festgemacht, Illich. Ball, abseits. Ja. Auch Gechter da. Unsicher. Jetzt verschätzt. Und wie es aussieht, gehen wir hier mit einem Punkt raus. Marco nochmal mitten. Och, Alter. Richtig, richtig wichtig, Mann. Und Hamburg macht den Ausgleich. Auch richtig wichtig. Komm, jetzt macht es 1-0, Jungs. Macht es 1-0. Trainer ist euphorisiert. Geht nochmal offensiv die letzten 4 Minuten der Nachspielzeit. Geht hier noch dieses eine Tor. Curtis Jones macht sogar den Ball fest. Thüram, Gechter, Lukstein. Kommt schon. Bayer, schöner Ball raus auf anderen Bayer. Oh, aber der zu überhastet auf Francia. Und dann bleibt offensiv. Komm, presst. Ah, wir kriegen den Zugriff nicht. Krass. Linie lang zu Thüram. Gut gebracht von Rahmani. Und wieder ist er mittendrin quasi. Alter, raus zu Björkan. Der kann sowas. Interessanter Ball auf Lukstein. Egal, kommt an. Und Bayer so unsicher. Jordan, komm schon, Junge. Curtis Jones hinten zu Altay. Der wieder einen langen Ball ins Nichts. Björkan, pass auf. Aber Dortmund macht sich besser. Wir schenken die Bälle zurück. Oh Gott, oh Gott.
Björkan, kommt schon, Jungs. Richter, Bayer, wird gefoult. Diomande bleibt am Ball. Nimmt Bayer mit dem wieder den Ball direkt abspielt. Franca holt nochmal eine Ecke raus. Letzte Möglichkeit über einen Eckball. Heißt bei uns eigentlich immer kein Tor, aber vielleicht ändert sich daran heute was. Diomande nimmt sich viel Zeit, weil er weiß, es wird wahrscheinlich die letzte große Aktion. Möchte sich das gut überlegen und überlegt es leider nicht so gut. Franca. Mausund, nochmal vorbei, jawohl, bring ihn scharf rein, komm. Jawohl, Bayer, nee. Rahmani. Ah, da wollte er Vincent Kompany machen. Ich weiß es genau, Amir. So nicht, mein Freund. Ich weiß, was du vorhast. Anthony ist nochmal durch. Nee. Wir spielen 0-0, sofern das bei Hannover auch 1-1 geblieben ist. Nicht so schlimm, wir haben es überlebt, hier zumindest nicht zu verlieren. Aber hätten wir ein, zwei mehr, mal mehr aufs Tor und nicht daneben geschossen, hätte es vielleicht was werden können. Defensiv sah es aber super aus. Gefällt mir, hatten die Dortmunder einigermaßen im Griff. Jones Mauser war auch stark, Diomande gut reingekommen. Und einfach das Tor hat gefehlt. Tor hat gefehlt, also weiter Jungs, Kopf hoch. Und ja. Lukstein hat Schwierigkeiten, das Tempospiel mitzuhalten. Ja, er war leider sehr, sehr unsicher. Aber leider auch Jordan Bayer sehr auffällig. Also ich glaube, das wird auch für ihn die letzte Saison bei uns. Wir bewerten die Taktikschlacht. Faszinierend und spannend. Und hier sind die Spieltagsergebnisse. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen die Gladbacher. Ja, die schenken hier Union auch ganz schön viel, aber die nehmen die Geschenke auch nicht wirklich an. Hannover, Gott sei Dank, spielt weiterhin nur unentschieden. Freiburg gewinnt 1-0 gegen Köln. Ganz auch eine kleine Siegesserie da, oder? Hat zumindest nicht verloren. Stuttgart 5-0 gegen Bochum. Bochum führt, kannst du abhaken. Wolfsburg gewinnt da auch nochmal. München haut Union weg. Ist immer saubitter zu sehen, wenn so ein Gegner so zerstört wird, nachdem die gegen uns gewonnen haben. Hoffenheim gewinnt gegen Mainz. Das ist nicht gut für uns. Und Leipzig gewinnt auch. Das heißt, hier wird es dann doch nochmal enger, als wir das wollen. Im schlimmsten Fall sogar gar kein Europa. Sind 3 Punkte auf Hannover. Wie gesagt, das können wir klären, aber Hoffenheim muss da jetzt weg. Wir gucken mal ganz kurz rein. Lass mich mal schauen, wie sehen die nächsten Spieltage aus? Von Hoffenheim, Hannover, Leipzig und von uns. So, Leipzig gegen Hannover, okay, super, super. Am besten spielen die unentschieden oder ja, am besten verliert Hannover. Dann spielen wir gegen Gladbach und Hoffenheim gegen Leverkusen. Gut, da könnte Hoffenheim auch nochmal verlieren. Dann haben wir Leipzig gegen Mainz. Das gewinnen sie im Normalfall. Wir gegen die Hoffenheimer, da haben wir das direkte Duell. Und Hannover gegen Frankfurt. Okay, Hannover hat auch ein bisschen schwierigere Spiele. Und dann haben wir hier nochmal wir gegen den HSV. Leipzig gegen Leverkusen. Okay, sehr gut. Hoffenheim muss noch gegen München. Auch sehr, sehr gut. Und na, wo ist Hannover? Da, gegen Mainz. Okay, das sollten sie gewinnen. Und dann natürlich. Ah ne, das ist noch nicht der letzte. Dann wir nochmal gegen Leipzig. Das ist nochmal schwieriger. Hannover gegen Leverkusen. Hoffenheim muss gegen wen ran? Gegen Freiburg. Ja, das werden sie wohl gewinnen. Und am letzten Spieltag wir gegen Hannover. Dann Leipzig gegen München ist auch nochmal ganz gut. Und Hoffenheim gegen Wolfsburg auch in Ordnung. Also, im Prinzip, wir haben Hoffenheim, Hannover, Leipzig die direkten Duelle noch. Haben es quasi selber in der Hand. Auf der anderen Seite haben wir aber auch vor allem Hannover und Hoffenheim relativ schwierige Spiele noch. Ich bin beruhigt. Wir machen weiter und gewinnen einfach unsere Teile. Jetzt erstmal am Donnerstag zu Hause gegen Frankfurt. In dem Sinne, Freunde, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.